Willkommen zurück zum Let's Play von Halo 2. Komm, Mensch, es ist leid. Nimm das Symbol in deine Hand. Und tu, was man dir sagt. Bitte, vorsichtig. Dieser Reclaimer ist empfindlich. Noch ein Wort, Orakel, dann reiß ich dir die Augen aus. Ah. Was nichts im Vergleich zu dem ist, was sie erwartet. Tartarus, aufhören. Unmöglich. Legen Sie es hin. Hinlegen und die Hierarchen verraten? Es gibt Dinge an Halo, die nicht einmal die Hierarchen verstehen. Vorsicht, Gebieter. Was Sie sagen, ist Ketzerei. Wirklich? Orakel, was ist Halos Zweck? In Ihrer Gesamtheit sind die Sieben... Ja! Kein Wort mehr. Bitte. Nicht die Glühbirne erschüttern. Wenn Sie Ihr Gehirn behalten wollen, sagen Sie denen, Sie sollen die Füße stillhalten. Bitte sehr, Sie sind dran. Die Heiligen Ringe, was sind sie? Ultimative Waffen, gebaut von den Blutsvätern, um potenzielle Flattfeinde zu eliminieren und zu harmlosen Parasiten zu machen. Und jene, die Ringe fertigten? Was geschah mit den Blutsvätern? Als alle taktischen Möglichkeiten ausgeschöpft waren, aktivierten sie die Ringe. Sie und jegliches intelligente Leben, 3 Radii vom galaktischen Zentrum entfernt, starben. Wie geplant. Möchten Sie die relevanten Daten sehen? Tartarus, die Propheten haben uns verraten. Nein, Gebieter. Die große Reise hat begonnen. Und die Brutes, nicht die Eliten, werden die Propheten eskortieren. Jo. Der vermutlich finale Kampf hier scheinbar. Halo wurde aktiviert. Und wir müssen das jetzt vermutlich noch irgendwie verhindern. Ich möchte da jetzt ungern rüberspringen. Der hat ein Schild. Alter Falter. Wie soll ich den platt machen, bitte? Und wo ist der Mensch? Der Sergeant. Ladesequenz initiiert. Die Mehrgeneratoren fahren. Dann schalt sie halt ab. Laut Protokoll darf ich in jeden Aspekt der Sequenz eingreifen. Wie halte ich das an? Also, es dauert, die geeigneten Prozeduren durchzuführen. Halt mich nicht hin. Unter kontrollierteren Umständen würde ich vorschlagen, einfach den Index zu entfernen. Das ist alles? Johnson, ich hab's. Moment. Hä? Hey. Oh. Da hat er mich von hinten erwischt. Nochmal. Oh Mann, die doofe Maus wieder. Ui. Wie bekommt man denn sein Schild runter? Ich muss ihn im Blickfeld behalten. Halt mich nicht hin! Unter kontrollierteren Umständen würde ich vorschlagen, einfach den Index zu verändern. Das ist alles? Johnson, ich hab's! Moment, Ma'am! Nicht bevor der Brute tot ist! Sniper ihn doch mal ab hier. Ich möchte jetzt ungern da runterspringen. Die Leergeneratoren werden geladen. Alles ist leer.
sollte, jede Unterbrechung der Welterzeugung für uns zu schweren Schäden führen. Ist er tot? Wo ist er hin? Was ist das? Ein Signal? Was tut es? Kommuniziert mit Überlichtgeschwindigkeit auf einer Frequenz von... Kommuniziert womit? Den anderen Anlagen. Zeigen Sie! Sicherheitsprotokoll. Im Falle unerwarteter Abschaltung wird das System in den Standby-Modus versetzt. Alle verbleibenden Plattformen sind jetzt bereit für Fernaktivierung. Fernaktivierung? Von hier? Machen Sie Witze? Hör zu, Blechdose. Mach mich nicht... Von wo dann? Wohin würde jemand gehen, um die anderen Ringe zu aktivieren? Na, zur Arche natürlich. Und wo, Orakel, ist das? Wir haben neuen Kontakt, unbekannter Klassifikation. Das ist keiner von uns, euer Pi. Hier ist Spartan 117. Kann mich jemand hören? Over. Signal isolieren. Master Chief? Würden Sie mir wohl sagen, was Sie auf diesem Schiff tun? Sir, diesen Kampf beenden. Oh, das war's dann scheinbar mit Halo 2. Das war jetzt etwas unerwartet, ehrlich gesagt. Relativ einfacher Kampf. Ich bin zwar gestorben mal, aber naja, gut, haben wir nicht aufgepasst. Ein Brute als Endgegner, na gut, ich dachte jetzt eigentlich, wir hätten jetzt noch die Erde, aber das ist dann wahrscheinlich im dritten Teil. Aber den gibt es, glaube ich, nicht für den PC. Muss ich mal gucken, aber ich glaube nicht. Alles in allem fand ich den zweiten Teil um Längen besser als den ersten. War wesentlich abwechslungsreicher durch die verschiedenen Umgebungen und auch, dass man als Allianzer diesmal mal spielen durfte, das fand ich auch recht geil und auch dadurch die Gefährte der Allianz benutzen konnte. So, ich lasse dann noch den Abspann hier durchlaufen und wir sehen uns hoffentlich in einem neuen Let's Play wieder. Spitze, bedanke mich, bis dann!
füllt das leere Grab. Fort bin ich getragen. Mein Geist findet keine Ruhe. Es gibt noch so viele Fragen. Ich werde fragen und Sie antworten.